Moin Moin, ja, hier ist wieder Delphi mit einer weiteren Folge mit World of Tanks. Ja, letztens hatten wir den STVM-38, das war der schwedische Panzer. Leider wurden wir abgeschossen, aber immerhin haben wir die Schlacht trotzdem noch gewonnen. Ja, heute geht es um ein tschechisches Modell. Zwar, hier ist der LTVZ.35, weil zwar nicht mit der bestimmten Abkürzung, was das aber heißen soll, weiß ich nicht. Interessiert mir auch jetzt nicht. Gehen wir mal kurz rein. Also die Panzerung hat der hier 25 vorne, 16 seitlich und hat eine 37 mm Geschütz. Also bis jetzt bei dieser Klasse Standard. So, dann werden wir hier nicht lange rumschnacken und werden mal gleich ins Geschehen reingehen. Ach, Entschuldigung. Ja, aber relativ hier die Schlachten, was ich bis jetzt geführt habe, ist im Durchschnitt maximal nach 10 Minuten hier wieder Schluss. So schnell gehen hier die Schlachten, länger geht es hier nicht. Ist aber alles okay. Also hier kann man in einer Stunde hier mindestens 5-6 Schlachten machen. Also, und da kommt man einigermaßen so halbwegs auf die Kohle. Oben rechts sieht man ja, ich habe im Augenblick die 662.757 Taler. Ja, und ja, das andere ist eigentlich Nebensache. Will ich nicht zu weiter eingehen. Da kann man Zusatz verdienen, Zusatzteile. Oder hier steht kaufen, da habe ich 190, da kann man dann selber Münzen, da musst du Geldbetrag selber reinstecken. Oder hier dafür denn, dass man die Sterne umwandeln kann, ja. Aber ich versuche es hier auf normaler Weise. Ich investiere hier nichts und hole meine Punkte, die ich denn so holen kann. Und ja, läuft trotzdem ganz gut, muss ich sagen. Und vor allem, das macht wahnsinnig Spaß. Da muss ich nicht hier cheaten, wie man dazu sagt, oder sonst wie was. Und schon geht es los. Es geht nach zu den Minen. Na denn, werden wir mal sehen, was uns hier die Minen, ja, hier hatten wir letztens hier die Basis verteidigt. Ja, ich denke mir, das werden wir hier wieder so machen. Basisverteidigung ist mal gut, weil muss davon ausgehen, wir haben eine schwache Panzerung. Und ja, was nützt uns das Vorpreschen, wenn wir dann nach drei Schüssen bekommen und Game Over. Also werden wir unseren Kameraden hier Feuerunterstützung geben. Das ist ja schon ein schöner Wunderpanzer hier. Ah. Aber man sieht, wir sind nicht die Einzigen. Das scheint aber der Lebste von dem T26. Naja. An den russischen Modell. Fährt er eben auch von mir relativ sicher. Oh, nicht zu sehen hier.
sie nicht mal angekratzt. Hat ja der viele Panzerung. Sieg! Mann, oh Mann, das war so spannend. Ich war jetzt, hat mir glatt die Sprache zerschlagen, aber ich war voll drinne. Also das habt ihr garantiert gemerkt, ich habe kaum was erzählen können. Aber das ist ja wieder super gelaufen. Ja, wir konnten einen Panzer abschießen. Man sieht ja auch, man hat viele Treffer, konnte ich sie anbringen. Ja, wir haben 598 Sterne gemacht, 5636 Münzen gemacht und wir liegen etwa so im Mittelfeld. Super! Ja, man hat gesehen, also den kann man nur für defensiv, für Feuerunterstützung geben. Also, ich bin jetzt nämlich rübergefahren, weil einer uns gerade die Basis erobern wollte, aber leider hat uns ja den Sieg nach Hause gefahren. Okay, ja, schauen wir uns den Panzer nochmal von allen Seiten an. Wie gesagt, optisch sieht der nicht mal schlecht aus, aber naja, gut. Dann würde ich sagen, beende ich hier wieder die Folge. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal reinschaut hier bei Team Delphi. Ja, und schaut in meinen anderen Projekten. Ich sage schon mal, ciao, ciao, haut rein. Bleibt gesund, euer Delphi.